Ich begrüße Sie herzlich im Namen von Schlotauer und Wauer zu einer neuen Ausgabe unserer Webcasts. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Zu unserem heutigen Vortrag, intelligente Netzsteuerung, was sollen heute unsere Themen sein? Es wird wie immer eine kleine Einführung geben, ein paar Worte dazu, warum Netzsteuerung, was sind unsere Ziele mit einer Netzsteuerung, dann ein Kapitel, ja, Ines wird My City Adaptive, Sie haben es vielleicht schon dem Titel des Webcasts entnommen, was das bedeutet, welche Änderungen es gibt, was bleibt gleich, wo können wir Ihnen vielleicht entsprechende Sorgen nehmen, wenn man das jetzt erstmal so liest. Dazu dann gleich mehr. Dann wird es wie immer einen Teil geben, wo wir die Algorithmen der adaptiven Netzsteuerung vorstellen, auch nochmal die Ergebnisse unseres großen Projekts in Bogotá und dann zum Schluss nochmal einen Ausblick MyCity Adaptive Advanced, beziehungsweise welche neuen Features gibt es in Ines und MyCity Adaptive, welche Features stehen sozusagen auf unserer Roadmap, was sind die Dinge, an denen wir mittelfristig und langfristig arbeiten, und dann werden wir eine Frage- und Antwortrunde haben. Gleich zum Einstieg, zur Motivation, was sind unsere Ziele mit adaptiver Netzsteuerung? Wir wollen den Komfort für Verkehrsteilnehmer erhöhen, wir wollen Staus vermeiden, Reisezeiten reduzieren. Wir wollen die Sicherheit im Verkehrsraum erhöhen, also Wartezeiten reduzieren für Fußgänger zum Beispiel, also die Rotläufer vermeiden, dadurch, dass wir einfach die Umlaufzeit möglichst gering halten. Wir wollen die Umwelt berücksichtigen, wollen Verkehrsemissionen verringern und natürlich das Ganze möglichst effizient. Also wir wollen vorhandene Infrastruktur nutzen. Wir wollen auch ermöglichen, dass ohne komplette Neuinvestitionen auch mit den vorhandenen Systemen bei unseren Kunden diese Ziele erreicht werden können. Nochmal zum Thema, was wollen wir eigentlich? Was ist unser Ziel? Was ist unsere Problemstellung? Wir haben Verkehr in innerstädtischen Netzen, der sich in bestimmten Mustern abspielt. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Frühspitze, in der der Verkehr mehrheitlich von den Vororten in die Innenstadt sich bewegt. Dann haben wir vielleicht eine Nachmittagsspitze, wo der Verkehr sich aus der Innenstadt wieder zurückbewegt in die Außenbezirke. Dann haben wir Muster, die diesen Verkehrsmustern vielleicht ähnlich sind, die aber zu Zeiten auftauchen, die wir eben zeitlich und räumlich nicht voraussehen können oder nur bedingt voraussehen können. Und auf die wollen wir reagieren und möglichst der aktuellen Situation entsprechend Grünzeiten schalten. Den Grundkonflikt, den wir uns dabei gegenübergestellt sehen, jetzt mal aus der Perspektive des Verkehrsingenieurs, dem Moment, wo wir mehr Kapazität in einem System erzeugen, erzeugen wir auch gleichzeitig mehr Wartezeit. Also um die Kapazität zu erhöhen, müssen wir die Umlaufzeit erhöhen. Wenn wir die Umlaufzeit erhöhen, haben wir ganz automatisch die Wartezeit für Fußgänger und Radfahrer erhöht. Wir haben gegebenenfalls auch die Wartezeit in Nebenrichtungen erhöht. Wenn wir umgekehrt die Wartezeit gering halten wollen, müssen wir immer darauf achten, dass wir die nötige Kapazität im Netz zur Verfügung stellen. Und zu erkennen, wann der richtige Zeitpunkt ist, die Kapazität zu erhöhen durch Erhöhung der Umlaufzeit, das ist sozusagen die Aufgabe der Netzsteuerung. Ohne Netzsteuerung würde diese Aufgabe einfach von einer Schaltuhr erfüllt. Also wir beobachten den Verkehr über einen längeren Zeitraum und sind irgendwann der Meinung, ja, okay, wir wissen, der Verkehr fängt, die Frühspitze fängt frühestens um 17:30 an und geht dann meistens bis, weiß ich nicht, mittags um 10:30. Und dann müssen wir halt links und rechts noch eine kleine Sicherheit einbauen. Also sagen wir, wir verschalten unser Frühprogramm von 5 bis 11. Und dann sind wir zwar immer auf der sicheren Seite, schalten aber in der Regel eigentlich zu viel Kapazität. Also das ist eigentlich der Punkt, wo wir ansetzen können in einer Wochenschaltuhr, die, egal ob es jetzt eine verkehrsabhängige Steuerung ist oder eine Festzeitsteuerung, ist immer da Optimierungspotenzial, wo wir uns sozusagen nicht sicher sein können, wann denn tatsächlich Verkehrsspitzen auftauchen. Und deswegen planen wir unsere Wochenautomatiken, unsere Wochenpläne, unsere Tagespläne eigentlich immer sehr großzügig, sodass wir immer auf der sicheren Seite sind. Denn wenn wir die Kapazität nicht bereitstellen, dann wird bei uns sehr schnell das Telefon klingeln. Und genau das soll die Netzsteuerung übernehmen. Sie soll die Kapazität eben nur genau dann zur Verfügung stellen, wenn sie auch benötigt wird, und in allen anderen Szenarien die Wartezeit möglichst gering halten. Das nochmal zum Einstieg. Jetzt zum Punkt, aus Ines wird My City Adaptive. Was ist unsere aktuelle Situation oder wie funktioniert Ines bisher? Wir haben einen Ines-Server, der
sich unterhält mit einem PD-Server. Das kann ein PD-Server sein der Firma Swaco, PD-Server sein der Firma Siemens oder Unix, Stürenberg, wie auch immer. Wir unterhalten uns über offene Schnittstellen, um genauer zu sein, über OCC oder über OZO, gegebenenfalls auch sogar über OCPI-Schnittstellen bei Unix, bei älteren Systemen oder über Schnittstellen, die wir mit unseren Kunden zusammen entwickelt haben. Da sei schon mal von vornherein gesagt, an diesem Konzept und an dieser Möglichkeit, ein System so zu integrieren, wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Also wir gehen nicht weg von dem Ansatz, dass wir herstellerunabhängige Systeme anbieten wollen. Wir gehen nicht weg vom Prinzip der offenen Schnittstellen. Den Schritt, den wir tun, ist natürlich, dass wir bei uns konzernintern, Schlotauer ist ja gehört ja zur Swaco Holding, dort eine Möglichkeit schaffen, einfach unsere Systeme etwas enger miteinander zu verzahnen und dort für die Kunden, die sich für eine MyCity-Verkehrszentrale entschieden haben, denen halt gewisse Synergieeffekte zur Verfügung zu stellen. Dass man sagt, okay, die Netzsteuerung läuft in dem Fall innerhalb der MyCity-Umgebung. Das hat den Vorteil, dass wir vorhandene Konfigurationsdaten direkt aus MyCity benutzen können. Das hat den Vorteil, dass wir sozusagen innerhalb der Systemarchitektur unsere Prozessdaten austauschen können und auch auf vorhandene Infrastruktur, was Fehlerdiagnose und so weiter angeht, zurückgreifen können. Das hat den Vorteil, dass wir die Netzsteuerung als Cloud-Service anbieten können. Das heißt, unter bestimmten Umständen oder unter der Voraussetzung, dass man MyCity, das man ja auch in der Cloud nutzen kann, sich dafür entscheidet, eine Netzsteuerung zu implementieren, dass das sozusagen, es wird zu einer Lizenzfrage und nicht mehr zu einer Frage, was muss ich an Hardware installieren, sondern Sie können einfach sagen, naja, ich möchte jetzt diese Funktion zusätzlich dazu buchen und dann auch nutzen. Unter der Voraussetzung, dass es jetzt Cloud ist. Also bei anderen, es kann natürlich auch nach wie vor vorkommen, dass man sagt, man hat irgendwie ein System vor Ort, dann muss man schauen, wie das mit der Hardware passt. Aber das geht, was Sie hier mitnehmen sollen, es geht uns darum, im MyCity-Kontext zusätzliche Synergieeffekte zu nutzen und vor allen Dingen auch unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Es geht nicht darum, die Tür zuzuschlagen und andere Hersteller auszusperren. Auch in Zukunft wird es die Möglichkeit geben, MyCity Adaptive als Standalone Lösung zu implementieren. Das heißt, es ist im Prinzip eine abgespeckte MyCity-Installation, die dann diese Netzwerkkomponenten oder die Komponenten, die zum Betrieb der Netzsteuerung zur Verfügung gestellt werden müssen, bereithält und dann wie gewohnt mit einem PD-Server und einer Verkehrszentrale eines anderen Anbieters zusammenarbeitet. Was auch Teil dieser Neuerung ist, dass wir über unsere Preisstruktur nachgedacht haben. Wir haben MyCity Adaptive unterteilt in zwei verschiedene Versionen. Da haben wir einmal die Standard und einmal die Advanced-Funktion. Die Standard-Version umfasst die verkehrsabhängige Szenarien oder auch Programmauswahl. Das heißt, die Installation, die auch bei dem Großteil unserer Ines-Kunden so genutzt wird. Das heißt, Capacity Optimizer, also die Kapazität, der Sättigungsgrad in den Programmen wird optimiert. Es wird das Programm mit dem optimalen Versatz ausgewählt. Deswegen hier der Offset Optimizer, also Capacity Optimizer, Offset Optimizer. Neue Begriffe für vorhandene Algorithmen. Im Endeffekt ist es jetzt nicht so, wir haben jetzt kein Preispaket obendrauf gesattelt mit dieser Advanced-Lösung, sondern eigentlich die Preise für unsere Standardlösung reduziert und gesagt, okay, wir staffeln das nach Grünzeitverteilung und Szenarienauswahl und bieten sozusagen die Möglichkeit, dass man oder erleichtern vielleicht den Einstieg in die Nutzung unserer adaptiven Netzsteuerung. Was hier auch auf der Folie zu sehen ist, ja, Szenarienauswahl und auch Grünzeitverteilung nutzbar mit allen OZ-kompatiblen Steuergeräten. In der Advanced-Lösung, wo wir den Split-Optimizer für die Grünzeitverteilung haben und dann in der Vergangenheit auch immer bestimmte, ja, man sagt immer so gerne Sonderlocken angeboten haben, also mit bestimmten projektspezifischen Parametern, projektspezifischen Erweiterungen, die waren früher auch schon und werden in Zukunft auch immer nur dann nutzbar sein, wenn man
die Planung entsprechend in Lisa plant. Also alles, was auf die Nutzung von AP-Werten hinausläuft, über die Grünzeitverteilung hinaus. Dort haben wir eine Standard-API sozusagen, die wir definiert haben, die auch mit anderen Steuergeräteherstellern nutzbar ist. Aber wenn wir jetzt sagen, wenn jetzt in einem Projekt davon die Rede ist, dass wir eine Sonderlösung implementieren wollen, wo bestimmte Informationen ans Steuergerät gehen, dann sagen wir, das geht nur mit Lisa. Ist für die deutschen Kunden oder unsere Dachkunden eigentlich auch in der Regel kein Hinderungsgrund. Lisa ist ja dort sehr verbreitet. Das ist halt eher auf dem internationalen Markt, dass man dann da auch ein bisschen Überzeugungsarbeit manchmal leisten muss, weil auch dort ja andere Lösungsansätze einfach sich noch vorherrschen. Ja, was Sie mitnehmen sollen aus diesem Kapitel Ines wird my city adaptive. Erstmal, es bleibt erstmal alles beim Alten, was unsere bewährten Algorithmen angeht. Der volle Funktionsumfang der bisherigen Ines-Steuerung ist auch in der integrierten Version, in my city integrierten my city adaptive Version vorhanden. Ja, Kosteneffizienz, wir haben unser Preismodell angepasst. Es gibt jetzt eine sozusagen Einstiegspreise, wenn sich unsere Kunden dafür entscheiden, erstmal nur auf die Szenarienauswahl zurückgreifen zu wollen. Erweiterbar heißt, ja, volle Integration in MyCity. Ich kann aber erstmal mit der MyCity Adaptive Standalone-Version einsteigen und dann sagen, naja, vielleicht möchte mich vielleicht doch dafür entscheiden, auch andere Funktionen von MyCity zu nutzen. Und ganz wichtig, denke ich, gerade auch für unsere Bestandskunden, die Kontinuität, offene und herstellernative Schnittstellen werden weiterhin unterstützt und die Nutzung vorhandener Infrastruktur ist auch weiterhin unser Ziel. Also das war immer unser Argument zu sagen, wir haben hier eine Netzsteuerung, die funktioniert auch dann, wenn sie nicht ihre ganze Hardware aus dem Fenster werfen und sich komplett mit Swaco-Produkten eindecken. Das freut uns natürlich, wenn das passiert, aber es ist keine Voraussetzung für die Nutzung von MyCity Adaptive. Auch da vielleicht nochmal die Anmerkung für Ines, für die vorhandenen Ines-Installationen wird es natürlich auch weiterhin Updates geben und auch Support geben. Also da ist jetzt noch kein Datum, wo man sagt, Ines wird ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr unterstützt. Wir werden auch später sehen beim Ausblick, es gibt auch jetzt gerade wieder eine Reihe von Features, die neu zur Verfügung gestellt werden und die werden auch sowohl in Ines, in den vorhandenen Ines-Installationen implementiert, als auch in den neuen integrierten Installationen. Zum Thema MyCity Adaptive Algorithmen. Für diejenigen, die unserem Webcast schon mal gefolgt sind, werden sich hier keine großen Überraschungen ergeben. Dieser Webcast richtet sich natürlich auch an Nutzer und Kunden und Interessierte, die jetzt weder von Ines noch von MyCity Adaptive schon mal was gehört haben. Deswegen für die nochmal ein kurzer Überblick darüber, was eigentlich unser Algorithmus macht. Und in den beiden jetzt genannten Ausprägungen Standard und Advanced, im Standard die Szenarienauswahl. Die vier Schritte sind einmal eine Kurzfristprognose zu erstellen. Das heißt, wie ist der aktuelle Verkehr, sondern wie wird der Verkehr sich in den kurzfristigen Horizonten in den nächsten 5 Minuten entwickeln. Daraus berechnen wir eine Kapazität bzw. einen Sättigungsgrad für alle zur Verfügung stehenden Programme und schauen erstmal im ersten Schritt, welche Programme sind überhaupt leistungsfähig. Unter diesen Programmen, unter den leistungsfähigsten, wählen wir dann die Programme aus, beziehungsweise unter den optimal leistungsfähigen, die der aktuellen Lastrichtung entsprechen. Also wir schauen hier auf den Versatz von der Koordinierungsperspektive, welche Koordinierung passt am besten. Und gegebenenfalls im vierten Schritt schauen wir nochmal auf eventuell vorhandene Strategiedetektion. Dort, wo wir Geschwindigkeitsmessungen haben, gibt es vielleicht irgendwo Stauerscheinungen, zähfließenden Verkehr. Die können natürlich auf die gemessenen Verkehrszahlen einen Einfluss haben. Das werden wir gleich nochmal genauer sehen, was das bedeutet. Und das kann da vielleicht dazu ausführen, dass wir unsere Szenarienentscheidung nochmal anpassen. Bei der Grünzeitverteilung 2 Schritte. Ja, Grünzeitverteilung von der Netzperspektive, also wie sind bestimmte maximale Grünzeiten überhaupt notwendig und wenn nicht, wie können sie besser verteilt werden und dann als Konsequenz davon gegebenenfalls auch nochmal eine Versatzanpassung, also eine Anpassung der bestehenden Koordinierung, einfach um dieser Änderung der Grünzeit Rechnung zu tragen. Nochmal im Detail in der Szenarienauswahl, Kurzfristprognose. Wir sehen hier eine Tagesganglinie in blau dargestellt, die aktuelle Belastung in rot dargestellt,
die historische Belastung, also durchschnittliche Belastung an einem typischen Wochentag, wie er hier gemessen wurde. Also wenn das hier eine Montagsbelastung ist, wäre das sozusagen der typische Montag. Grün unsere Kurzzeitprognose und die rote Linie habe ich hier reingelegt, oder um zu verdeutlichen, dass es nicht immer oder eigentlich für eine schnelle Entscheidung oder für eine aktuelle Entscheidung, für eine der aktuellen Situation angemessene Entscheidung, nicht sonderlich hilfreich ist, dort historische Werte mit reinzurechnen. Also wir sehen hier, dass zwischen dem historischen Wert und dem Durchschnittsmontag, sage ich jetzt einfach mal, und dem aktuellen Montag liegen hier mindestens 20 Minuten, wo hier der Verkehr einfach früher liegt. Und deswegen unsere Philosophie besser auf eine gute Messung setzen und diese Messung beobachten und schauen, wie verhält sich der Verkehr aktuell, wie ist die Änderung in der letzten Viertelstunde gewesen und daraus eine Prognose für die nächsten 5 Minuten zu erstellen. Wie berechnen wir die Kapazität? Wie kommen wir jetzt zu einer Entscheidung? Wir berechnen den Sättigungsgrad als Verhältnis aus dem benötigten Grün und dem maximal zur Verfügung stehenden Grün. Und daraus rechnen wir einen Sättigungsgrad für alle im Netz als relevant konfigurierten Signalgruppen. Das heißt, wir wissen zu jedem Zeitpunkt, in Programm 1 hätte Signalgruppe 20% Auslastung, im Programm 4 hätte sie 30% Auslastung und im Programm 6 hätte sie vielleicht 70% Auslastung. Die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt von so einer Auslastung zu einer Entscheidung, was jetzt das optimale Programm ist? Wir können jetzt nicht einfach sagen, naja, wir versuchen immer den Sättigungsgrad möglichst zu minimieren, weil dann haben wir das am Ende das Problem, dass wir immer im maximalen Programm laufen. Also ich laufe dann immer in Umlaufzeiten, wo meine Programme möglichst wenig ausgelastet sind. Es kommt zwar erstmal nicht zu einer Überstauung am Grünende, aber ich habe Wartezeiten für Fußgänger und Wartezeiten für den Individualverkehr, die eigentlich nicht nötig sind. Deswegen müssen wir auf den Sättigungsgrad nochmal eine Eignungsfunktion legen, die uns sozusagen widerspiegelt, welche Sättigung denn eigentlich von uns als optimal angesehen wird. Da haben wir hier auf der X-Achse die Sättigung und wir gehen im Mittel davon aus, dass eine Sättigung zwischen 60 und 80%, hier in dem Beispiel ist es jetzt zwischen 60 und 70%, als optimal anzusehen ist. Und diese Sättigung wird dann mit einem entsprechenden Eignungswert, eine Art Score versehen, sodass man sagt, wenn ich zwischen 60 und 70% bin, dann habe ich 100% Eignung. Wenn das da drunter ist und das Programm unterlastet ist, dann sinkt diese Eignung. Und wenn sie da drüber ist, sinkt die Eignung auch, und zwar ziemlich rapide und dann irgendwann auf einen Punkt, wo die Eignung null wird. Also gleichzeitig muss man natürlich immer schauen, dass man diese maximale Sättigung, die man hier definiert hat, nicht überschreitet. Das hat zur Folge, dass eine gleiche Anzahl Fahrzeuge in einem Plan mit niedriger Kapazität, solange er nicht überlastet ist, hier eine hohe Eignung erfährt. Also ich habe hier 60% Auslastung in meinem geringen Umlauf und habe deswegen 100% Eignung, während ich hier nur 30% Auslastung habe und daraus dann nur eine Eignung von 60% resultiert. Also in dem Fall wird hier der Plan mit der niedrigen Kapazität bevorzugt. Wenn es jetzt anders aussieht und ich komme hier irgendwo in den Bereich, wo eine Überlastung stattfindet, dann wird wiederum der Plan mit der hohen Kapazität bevorzugt. Dann schaut man noch netzweit nach, dass man wirklich nirgendwo in diesem Bereich über den hier 75% oder hier 110% landet und schließt alle Programme aus, die halt überlastet werden. Das erstmal die Betrachtung der Kapazität, Betrachtung des Sättigungsgrads. Oder wie wir vorhin in dieser Übersicht der verschiedenen Versionen gesehen haben, das wäre der Capacity Optimizer. Dann haben wir dort gesehen, aha, es gibt noch einen Offset Optimizer. Was macht der jetzt? Wenn wir uns jetzt nur die Kapazität anschauen und wir haben zum Beispiel für die Hauptzeiten ein Frühspitzenprogramm und ein Spätspitzenprogramm, kann es durchaus sein, dass die, wenn wir nur auf die Grünzeiten schauen, beide die gleiche Kapazität haben, gleiche Grünzeiten haben. In dem Fall muss man natürlich nachschauen, welches Programm passt denn jetzt zur aktuellen Lastrichtung besser. Wenn ich in beiden Richtungen habe ich vielleicht 40 Sekunden grün auf der Hauptachse, auf allen relevanten Knotenpunkten, und irgendwie morgens habe ich, 600 Fahrzeuge statt einwärts, 400 statt auswärts, und dann andersrum ist es umgekehrt. Ich habe wieder dieses Verhältnis 600, 400, aber in der anderen Richtung.
Von den Auslastungen her würde sich da ein ähnliches Bild ergeben. Also mal ist die eine Richtung etwas optimaler ausgelastet, mal die andere Richtung. Aber ich kann da erstmal keine Entscheidung treffen, wenn ich nicht auf die Koordinierung an sich schaue. Und das ist der zweite Schritt bei unserer Entscheidung. Wir machen eine Simulation basierend auf den Versetzen und den tatsächlichen Grünbeginn und Grünende. In der Regel in der Hauptrichtung. Es können aber auch mehr als ein Korridor pro Netz definiert werden. Und was dort passiert, ist, dass tatsächlich Fahrzeuge mit so einem Verkehrsmodell, ein Zellularautomat, durch dieses Netz geschickt werden. Es wird geschaut, wo müssen die Fahrzeuge anhalten, wo können sie frei durchfahren. Und dann wird für alle Fahrzeuge gemessen und protokolliert, welche Verlustzeit sie beim Durchfahren des Netzes oder dieses Korridors erfahren haben. Das macht man für beide Richtungen. Wir sehen also hier, wenn wir davon ausgehen, dass beide Richtungen immer parallel freigegeben werden, dass wir hier einen ganz erheblichen Unterschied in der Verlustzeit feststellen. Also dieses Programm ist halt für die Hinrichtung sehr günstig, für die Gegenrichtung sehr ungünstig. Das machen wir jetzt nicht nur für ein Fahrzeug, sondern für die gesamte Verkehrsbelastung im Netz, sowohl für Hin- als auch für Gegenrichtung. Und dann können wir entscheiden, aha, wir haben eine aufsummierte Verlustzeit über alle Fahrzeuge für alle Programme. Und die Programme, die dann die geringste Verlustzeit aufweisen, die spuckt uns sozusagen dieser Offset-Optimizer aus als Empfehlung. Die Kombination aus beiden, einmal Kapazität anzuschauen, welches Programm ist am leistungsfähigsten, was die Sättigung angeht, und dann zu schauen, welches Programm passt am besten von der Lastrichtung. Das ist sozusagen dann unsere Auswahl. Steht hier als vierter Schritt, gegebenenfalls überprüfen mit Strategiedetektion. Dort, wo es Geschwindigkeitsmessungen gibt, wollen wir die auch nutzen, denn es kann gerade bei hochbelasteten Netzen im Überlastungsfall zu Effekten kommen, dass bei zähfließendem Verkehr die gemessene Verkehrsmenge rechnerisch und tatsächlich abnimmt. Und wir haben hier mal so eine Grafik aus so einem Netz. Wir haben auf der X-Achse die Verkehrsbelastung, die ist hier immer normiert auf 1. Das heißt, man sagt für jeden Strategiedetektor, na, was kann da maximal an Belastung drüber gehen und welche Geschwindigkeit ist dort zu erwarten. Das wäre jetzt hier auf der Y-Achse. Und wir sehen jetzt hier oben, hier ist wenig Verkehr, hier ist aber so, und es werden hohe Geschwindigkeiten gefahren. Dann steigt der Verkehr, die Geschwindigkeiten, die gleichzeitig gemessen werden, bleiben ebenfalls hoch. Dann haben wir hier so einen Bereich, wo es schon hoch gut ausgelastet ist, die Geschwindigkeit ist aber noch relativ hoch. Und irgendwann kommen wir in diesen kritischen Bereich, wo dann die Auslastung weiter steigt, aber die Geschwindigkeit immer weiter abnimmt. Und dann kippt das irgendwann und wir sehen hier, wir haben hier geringe Auslastungen und geringe Geschwindigkeiten. Und das sind jetzt wirklich Stau- oder Stillstandssituationen. Und diese Situation hier zu erkennen oder hier zu differenzieren, ich habe zwischen der Situation hier oben, diesem Datenpunkt, und hier unten, die Verkehrsbelastung, die ich hier in dem Moment messe, ist die gleiche. Aber hier messe ich eine viel geringere Geschwindigkeit. Das heißt, mein Verkehr kommt gar nicht durch. Wenn ich jetzt einen Schritt zurück mache und nochmal schaue auf meine Sättigungsgradsanalyse, auf meine Kapazitätsanalyse, wenn ich nur auf die Belastung schaue, würde ich in dem Moment jetzt entscheiden, ah ja, ist ja toll, ist ja nichts mehr los. Ich kann jetzt hier mein Optimierungspotenzial heben. Ich kann in eine geringere Umlaufzeit schalten. Die Fußgänger sind zufrieden, die Radfahrer sind zufrieden, die Nebenrichtungen sind zufrieden. In Wirklichkeit braucht die Hauptrichtung hier aber eigentlich diese Kapazität. Und nur durch die zusätzliche Information, dass ich halt hier mit geringen Geschwindigkeiten unterwegs bin, kann ich diese beiden Situationen auch sicher voneinander trennen und die entsprechend richtige Entscheidung treffen. Das heißt, dieser Information geht der Algorithmus in diese Matrix, die man hier unten sieht, und schaut, aha, welche Kombination aus Geschwindigkeit und Belastung führt jetzt zu welcher Verkehrssituation. Hier oben einmal freifließenden Verkehr und dann habe ich hier die Situation kritischer Verkehr bzw. dichter Verkehr und dann halt auch Stau. Je nachdem, ob ich jetzt zähfließenden Verkehr oder Stau messe, wird die entsprechende Einschränkung für meine Entscheidung sein. Bei zähfließendem Verkehr schalte jetzt nicht in ein niedrigeres Programm, auch wenn du das vielleicht für richtig hältst. Und bei Stau würde sogar entschieden werden, naja, wenn du jetzt noch ein Programm mit höherer Kapazität zur Verfügung hast, dann wähle das bitte jetzt sofort. Ja, das Ergebnis dieses Algorithmus ist dann am Ende oder das Standardpaket der Szenarienauswahl ist am Ende eine Schaltempfehlung für die Verkehrszentrale, für den Verkehrsrechner, welches Programm jetzt aktuell
geschaltet werden soll. Wir haben hier mal eine Gegenüberstellung zwischen dem empfohlenen Programm und dem Programm nach Schaltuhr. Man sieht also, dass hier tendenziell mit einer Netzsteuerung etwas mehr umgeschaltet wird, aber dann natürlich immer erst zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich ein Umschalten auch nötig ist. Ja, hier nochmal als Erinnerung, das waren unsere vier Schritte. Kurzfristprognose, Kapazität berechnen, Lastrichtung feststellen, Strategiedetektion anschauen. Wenn wir eine Grünzeitverteilung haben, kommen halt noch diese beiden Schritte dazu. Da nochmal die Erinnerung, dann in dem Fall brauchen wir tatsächlich auch entsprechende Steuerungen auf der lokalen Ebene, die mit einer Umverteilung der Grünzeit auch zurechtkommen, die das zur Laufzeit auch bewältigen können, ohne dass ich in ein anderes Programm schalten muss. Die Methode, die wir bevorzugen, wenn wir das in von uns programmierten Steuergeräten implementieren, ist, dass wir sagen, wir greifen auf die Rahmen zu und MyCity Adaptive soll dann an dem Punkt die Rahmen entsprechend ändern für das spätestmögliche Grünende. Das hat den Vorteil, dass wir über diese Methode auch gleichzeitig den Versatz sehr leicht ändern können, dass wir sagen, wir verschieben die Rahmen als Ganzes und wenn wir feststellen, dass durch unsere Eingriffe in die Grünzeitverteilung es Sinn macht, dass wir die Koordinierung auch entsprechend anpassen, dann können wir das mit dieser Methode auch direkt ja, sehr effizient machen. Das zu den Algorithmen in Ines in MyCity Adaptive. Jetzt ist die Frage, was bringt das Ganze? Und die großflächig kann man das Ganze einsetzen. Dazu hatten wir Projekt ist im vergangenen Jahr abgeschlossen worden. Ein großes Projekt in Bogotá in Kolumbien, wo wir in Zusammenarbeit mit der Firma Siemens, jetzt Unex, die komplette Verkehrsinfrastruktur oder komplette Lichtsignalanlageninfrastruktur erneuert haben. Insgesamt 1500 Lichtsignalanlagen in der Stadt, 1200 Steuergeräte, also es werden dort sehr viele Steuergeräte wo mehrere Teilknoten dann mehrere Kreuzungen steuern, eingesetzt. Dort haben wir eine Studie gemacht, wo macht es Sinn, Netzsteuerung einzusetzen. Also das heißt, auch hier ist jetzt nicht hingegangen, hat gesagt, okay, wir machen jetzt hier Ines, das heißt, die ganze Stadt muss Ines machen, sondern wir sehen hier die Zonen, wo wir identifiziert haben, dort macht es Sinn, eine verkehrsabhängige Programmauswahl zu machen und dann unter diesen Zonen nochmal wiederum bestimmte Zonen, wo wir gesagt haben, hier macht es auch Sinn, die Grünzeit entsprechend anzupassen, das heißt, Grünzeitverteilung zu machen. Ja, und um nochmal zu verdeutlichen, zum einen, das ist hier keine reine Swaco-Stadt, das ist hier auch keine Lösung, wo man sagt, jetzt einmal Netzsteuerung, immer Netzsteuerung, sondern man kann das differenziert einsetzen, man kann es auch mit, sagen wir mal, begrenzten Mitteln einsetzen. Also für insgesamt 1500 Steuergeräte hatten wir insgesamt 1300 Videodetektoren zur Verfügung. Das heißt, hier musste man auch ein bisschen schauen, wo nutze ich meine Videodetektion am sinnvollsten, wie habe ich den größten Nutzen und wo macht es vielleicht auch Sinn, einfach nur eine Festzeitsteuerung zu machen oder wo kann ich einen Knoten mit der Netzsteuerung betreiben, wo ich aber gar keine Messdaten brauche. Beispiel. Also es gibt jetzt hier, das zeichnet das System aus, es gibt immer eine hohe Flexibilität zu sagen, was brauche ich denn wirklich? Wir gehen nicht rein in so eine Stadt und sagen, wenn du adaptive Netzsteuerung betreiben willst, dann musst du das an jedem Knoten und an jeder Fußgänger LSA machen und du brauchst eine bestimmte Menge von Detektoren. Man kann das auch vorher nie genau sagen, man muss sich das Projekt anschauen. Im Endeffekt würde ich mich aber aus dem Fenster lehnen und sagen, im Zweifel braucht man mit dieser Netzsteuerung immer eher weniger Detektoren. Und wenn man schon Detektoren hat, wenn man schon verkehrsabhängige Steuerungen hat, dann kommt man gegebenenfalls sogar komplett ohne neue Detektion aus. In diesem Fall gab es halt vorher keine Detektion. Deswegen musste man schauen, wo baut man sie hin. Was ist dabei rausgekommen? Wir haben Reisezeiten verglichen, vorher, nachher, zu verschiedenen Tageszeiten. Es gibt Verbesserungen zwischen einer Verschlechterung von 5% bis zu einer Verbesserung von 45%. Im Durchschnitt sind wir bei einer Verbesserung von 10% über alle Tageszeiten. Das sind hier tatsächlich Reisezeitmessungen. Dann haben wir Analysen betrieben aufgrund der Verlustzeitberechnungen, die wir intern benutzen. Also das ist sozusagen die Verlustzeiten, wie sie unsere internen Simulationen ausspucken, dass man sagt, ja, was denkt denn das System, was uns rechnerisch verbessert hat? Wir sehen hier, was
bei den Verlustzeiten, die ja praktisch die Güte der eingesetzten Koordinierung bewerten sollen, auch durchaus zu erwarten ist, dass die größten Verbesserungen hier in den Außenbezirken stattfinden. Hier die Bezirke 7, 8, 9, das ist sozusagen das Stadtzentrum von Bogotá. Da fehlt jetzt nicht die halbe Stadt, sondern das ist so, dass im Osten der Stadt ist halt hier eine Bergkette, die sozusagen die Stadt begrenzt. Deswegen gibt es hier keine Außenbezirke auf der östlichen Seite der Stadt. Also ja, das heißt, Verlustzeit und Halte- und Wartezeitenverbesserungen sind natürlich immer dort am größten oder dort am ehesten zu erwarten, wo wir auch starke Lastrichtungen haben. Also wenn der Verkehr gerade in so Innenstadtbereichen, dort habe ich ja meistens gar keine so starken, unterschiedlich zu bewertenden Verkehrsströme, oder es ist eher so ein steigt gleichermaßen in allen Richtungen an. Deswegen kann ich da auch nicht damit rechnen, dass ich da jetzt ein großes Potenzial habe, über die Lastrichtung was zu machen. Aber auf so klassischen Einfallstraßen natürlich sehr viel eher. Das zu den Ergebnissen. Neue Features und Ausblick. Ich hatte anfangs gesagt, also nicht nur, wir legen jetzt bei Ines nicht die Hände in den Schoß. Die Screenshots, die wir jetzt hier sehen, die sind auch aus Ines und nicht aus MyCity Adaptive. Es gibt neue Features bezüglich der Funktionsweise von Detektoren. Gerade bei größeren Städten kommt es doch mal häufiger vor, dass man irgendwie auch Detektorstörungen hat, die vielleicht auch Auswirkungen auf den Betrieb haben. Und da haben wir jetzt einfach hier mal die Analysemethode oder die Analysemöglichkeit ein bisschen erweitert, dass man auf einen Blick sieht, welche Detektoren sind denn jetzt aktuell gerade gestört oder zumindest aus Sicht von Ines gestört, wo halt Plausibilitätsprüfungen dazu führen, dass man sagt, hey, dieser Detektor, der meldet aus Sicht von Ines zum Beispiel hier gerade, dass er irgendwie eine zu geringe Belegung hat oder sowas. Also das kann man sich jetzt hier auf einen Blick anschauen, um halt schneller zu einem, vielleicht zu dem Schluss zu kommen, da ist vielleicht ein Detektor, den sollte ich mir mal anschauen, weil der macht irgendwie komische Sachen. Dann vielleicht zu der anfangs angesprochenen Migration. Ich kann das hier mal zeigen, wie jetzt das alte Ines im Vergleich zu MyCity Adaptive aussieht. Also hier sehen wir bei einem unserer Bestandskunden das entsprechende Bedienteil, wo ich den Parameter einstellen kann. Und so würde das Ganze dann in MyCity Adaptive aussehen. Also hier das Control Panel. Sie sehen, Sie finden eigentlich alle bestehenden Parameter genauso wieder. Sie haben auch die gleichen Möglichkeiten im Netzwerkeditor. Sie haben die gleichen Möglichkeiten, sich die entsprechenden Entscheidungen hier hochzuholen. Hier sehen wir die Entscheidungen in diesem Netz und hier sehen wir die Entscheidungen in diesem Netz. Dies ist jetzt ein Netz, was gerade nicht aktiv läuft. Hier sehe ich also in grün, was die Schaltuhr hier entschieden hätte, und in blau, was entsprechend die Ines-Netzsteuerung dort entschieden hätte. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen will ich vielleicht eher noch mal darauf eingehen, was dann die Zukunft bringen soll für MyCity Adaptive. Was wir bereits als Prototyp implementiert haben, ist die Koordinierungsbewertung, wie sie in LISA jetzt vorhanden ist, auch nutzbar zu machen für die intelligente Netzsteuerung. Also anstatt nur auf Fahrzeuge in der Hauptrichtung zu schauen, auch Ein- und Abbieger zu berücksichtigen. Also im Moment würde man jetzt bei Ines nur schauen, wie es auch früher in LISA eigentlich war. Was passiert auf der Hauptrichtung? Was passiert auf den Signalgruppen im Korridor? Dabei hat man dann natürlich, verliert man die Informationen darüber, was ist mit Einbiegern? Gibt es da vielleicht schon einen Pulk, bevor überhaupt die Hauptrichtung an den Knoten ranfährt? Und das Ganze dann basierend auf Fahrzeugdichten, also dass man sich tatsächlich auch verschiedene Pulkdichten betrachtet. Und ja, da wäre dann auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, dass man an dieser Stelle schon eine Anpassung des Versatzes auch macht und die entsprechenden Optimierungsalgorithmen aus der LISA nutzt. Das gibt es bereits als Prototyp. Es ist noch so ein bisschen die Frage, wie man das in MyCity Adaptive dann auch entsprechend visualisieren kann, weil es natürlich mehr Eingabemöglichkeit bedeutet, beziehungsweise man braucht ein paar mehr Eingangsdaten, und es gibt halt auch mehr Ergebnisse, die man dann halt auch entsprechend verständlich aufarbeiten muss. Das so an Features, die irgendwie mittelfristig in der Pipeline sind. Langfristig
Und gerade auch oft mit dem im Hinblick auf den internationalen Markt sind wir dabei zu schauen, wie können wir andere Steuerungsalgorithmen auf der lokalen Ebene integrieren, namentlich den Imflow-Algorithmus. Imflow ist ein Steuerverfahren, was bei der Firma Dynnic entwickelt wurde, die ja nun auch seit einigen Jahren zur Swaco-Gruppe gehören und das sehr umfangreich ist und auch sehr erprobtes und auch sehr erfolgreiches, adaptives, lokales Steuerverfahren ist und sich aus unserer Sicht sehr gut dazu eignet, gemeinsam mit MyCity Adaptive eingesetzt zu werden und als integraler Bestandteil dieses Steuerungsalgorithmus dienen kann. Wir wollen aber auch in der Zukunft nicht davon weg, dass man sagt, wir brauchen nicht unbedingt, es soll jetzt in Zukunft nicht sein, MyCity Adaptive gibt es nur noch zusammen mit Imflow. Also wir arbeiten an einer Strategie zu sagen, wie können wir von der Netzsteuerungsebene ausgehend einen Output schaffen, mit dem sowohl eine Lisa-Logik klarkommt, als auch eine Imflow-basierte Steuerung. Wir machen uns außerdem darüber Gedanken, wenn Sie sich die Steuerung, wie sie jetzt ist, anschauen, sieht man, ich brauche eigentlich immer ein Set von Plänen. Ich brauche Szenarien. Der Algorithmus kann Szenarien auswählen, aber wo kommen die Szenarien eigentlich her? Wer hat diesen Plan vorher erarbeitet? Wir haben bisher immer gesagt, das kann ein Ingenieur besser als ein standardisiertes Verfahren. Das kann ein Ingenieur maßgeschneidert machen. Er versteht auch, was er da macht. Die Frage ist, wenn wir feststellen, so ein Plan könnte vielleicht auch von einer künstlichen Intelligenz bereitgestellt werden? Oder wie kann Lisa zum Beispiel noch besser dabei unterstützen, diese Pläne zu erstellen? Und soll so ein Algorithmus aus 5 Plänen auswählen oder soll er vielleicht aus 50 Plänen auswählen? Das sind so Fragen, die wir uns gerade stellen. Was wir dabei aber immer im Blick haben, wir wollen die Systeme, die wir gerade betreiben und die modulare Philosophie, auf der das bisher alles aufgebaut ist, nicht aus dem Fenster werfen. Also es besteht nicht der Plan zu sagen, wir bauen jetzt einen Monolith, dann kann man sich entweder diesen Monolith ins Haus holen oder nicht, sondern wir wollen nach wie vor unsere Philosophie pflegen, dass wir halt auch den Kunden was bieten können, die sagen, ich möchte vielleicht erstmal klein einsteigen oder ich habe vorhandene Infrastruktur, die möchte ich nutzen, ich habe vorhandene Detektoren, vorhandene Steuerungen, die ich weiter nutzen will. Also das haben wir nach wie vor alles im Hinterkopf. Wie werden verkehrsabhängige Funktionen, zum Beispiel Freigabezeit, Modifikation, Phasentausch, ÖV-Bedarfsphasen bei der Auswahl geeigneter Signalprogramme berücksichtigt? Oder werden zunächst nur hinterlegte Festzeitprogramme ausgewählt, die der aktuell detektierten Verkehrssituation am besten zu entsprechen scheinen? Bisschen beides, würde ich sagen. Nein, also als Parameter für die Entscheidung dienen Festzeitprogramme, aber das Ergebnis der Entscheidung ist nicht unbedingt ein Festzeitprogramm. Also wenn die Steuerung entscheiden soll, wie gut wäre jetzt zum Beispiel das Programm 6 geeignet und das Programm 6 ist eine verkehrsabhängige Steuerung, dann müssen in den Parametern für dieses Programm 6 zumindest einigermaßen der Realität entsprechende Freigabezeiten hinterlegt sein. Wir gehen da in der Regel auch die Freigabezeiten, die sich ergeben, wenn ich dieses Programm unter Volllast laufen lassen würde. Und wir gehen ja auch in der Regel hier davon aus, dass wir von koordinierten verkehrsabhängigen Steuerungen reden. Und koordinierte verkehrsabhängige Steuerungen verhalten sich normalerweise im Volllastfall wie eine Festzeitsteuerung. Natürlich kann der ÖV da entsprechende Eingriffe machen, aber da muss man dann immer schauen, wenn der ÖV jetzt wirklich regelmäßig eingreift, dann sollte ich ihn auch in diesen Parametern mit berücksichtigen. Also es ist schon wichtig, dass man als Entscheidungsgrundlage zuverlässige und belastbare zu erwartende Freigabezeiten hinterlegt. Wir reden immer von garantierten Freigabezeiten, also welche Freigabezeit kann eine Signalgruppe unter allen Umständen bekommen? Auch wenn jetzt gerade 3 Busse vorbeigefahren sind, muss ich ja wissen, die Nebenrichtung kriegt dann immer noch 17 Sekunden oder sowas in der Richtung. Diese Aussage, das muss ich dem Algorithmus vorher mitgeben. Das Ergebnis, die Programmempfehlung, ist dann aber keine Festzeit. Es kann eine Festzeit sein, wenn im Steuergerät eine Festzeit hinterlegt ist. Es kann aber auch in dem Fall ein verkehrsabhängiges Programm. Phasentausch, Freigabezeitmodifikation, ÖV ist nach wie vor in der Hand des lokalen Steuergeräts. Ich würde nochmal
ja, hier die, um das zusammenzufassen, was zeichnet MyCity Adaptive aus, was zeichnet Ines aus? Transparenz, das ist zumindest unser Ziel. Wir wollen unsere Entscheidungen nachvollziehbar halten. Wir wollen unsere Algorithmen nachvollziehbar halten. Es soll nicht so sein, dass man oben 200 Parameter reinsteckt und unten kommt dann eine Entscheidung raus oder ein Signalzeitenplan und kein Mensch kann mehr nachvollziehen, wo der herkommt. Wir wollen effektiv kalibrieren. Punkt, den wir jetzt heute gar nicht so sehr angesprochen haben. Die Parameter, die ich tatsächlich brauche, die ich anpassen kann, sind gegenüber anderen verkehrsabhängigen Programmauswahlen sehr viel geringer. Ich muss nicht auf einzelne Belastungen an einzelnen Detektoren schauen, sondern ich schaue immer auf Sättigungsgrade, auf Programme. Welchen Sättigungsgrad traue ich einem bestimmten Programm zu und kalibriere damit? Modularität, ich hoffe, das ist bei Ihnen angekommen. Wir wollen weiterhin flexibel bleiben. Wir wollen ein skalierbares, jederzeit integrierbares System anbieten, das erweiterbar ist. Wir wollen aber auch, das müssen wir jetzt auch nicht berghalten, natürlich freuen wir uns, wenn unsere Kunden darauf setzen, hey, wenn ich das Ganze im MyCity-Kontext benutze, habe ich halt bestimmte Synergieeffekte, auf die ich jetzt hier noch gar nicht eingegangen bin. Das betrifft die Konfiguration, also wo kommen denn eigentlich die Informationen her, wo kommen diese Freigabezeiten her, die wir gerade angesprochen haben. Entweder ich muss sie eingeben oder ich kann sie mir auch über bestimmte OCID-Datenformate einlesen, aber wenn ich meine LSAs in MyCity drin habe, dann brauche ich das gar nicht, weil sie sind schon, liegen schon als entsprechende LSA-Objekte vor und dann kann ich mir daraus eine Steuerung zusammenbauen. Das sind so die Vorteile, die es bringt. Es soll aber jetzt nicht, wir wollen jetzt niemandem Steine in den Weg legen oder ein Bein stellen, der jetzt sein Geld in einen Verkehrsrechner investiert hat, der ihm einfach mehr liegt oder mehr zusagt oder aus anderen Gründen irgendwie die Entscheidung dafür gefallen ist. Ich glaube, wichtig ist einfach auch nochmal im Hinterkopf zu haben, Ines und jetzt auch MyCity Adaptive wird nach wie vor von unseren bewährten Experten von Ingenieure für Ingenieure auch weiterentwickelt, inhaltlich und fachlich und findet einfach hier Eingang in die MyCity-Plattform als ein Bestandteil davon. Und diese Plattform selber ist eine offene Plattform, auch im SWARCO-Kontext. Ist ja auch eigentlich die Idee hinter MyCity, dass man sagt, das ist eine Plattform und wenn unser Kunde jetzt aber sein eigenes Parkleitsystem hat, was er darin integriert haben möchte, dann ist das halt eigentlich genau die Idee. Natürlich gibt es immer Lösungen, die wir bevorzugen und die wir dann auch, die für uns weniger Integrationsarbeit bedeuten und wo wir uns dann auch freuen, wenn unsere Kunden die nutzen. Aber die Grundidee soll immer die sein, Kontrolle und die letztendliche Entscheidungsgewalt, was läuft auf meinem System, soll der Kunde haben. Der Kunde weiß am besten, was er möchte und was er braucht. Und wenn es unser Produkt ist, dann freuen wir uns. Und wenn es ein anderes ist, müssen wir ihm das erleichtern. Unsere Lisa-Schulungen, das sind die bei uns buchbaren Kurse, die zweitägigen Veranstaltungen, beziehungsweise als Vorbereitung darauf der Kurs Verkehrstechnik kompakt, also Quereinsteiger ins Thema Verkehrsplanung, Planung mit Lisa. Dort werden nochmal Grundlagen vermittelt. Was steht eigentlich in der RILSA drin? Warum machen wir das hier eigentlich alles? Was sind Zwischenzeiten? Wie funktioniert ganz grundsätzlich eine Leistungsfähigkeitsberechnung nach HBS, sodass man so ein bisschen Gefühl hat für die Materie, bevor es dann in den Lisa Basics Kurs geht. Also unsere Kurse jetzt gestaffelt nach Lisa Basics, Lisa Professional. Das sind ja die Kurse, die wir halt auch immer mehrmals im Jahr anbieten. Also der Einsteigerkurs mit Lisa S dann, Festzeitsteuerung, und Lisa Professional mit Lisa jetzt XL. Wir werden Imflo also auch nochmal im Detail vorstellen. Das ist der modellbasierte Algorithmus zur Steuerung, der den vielfachen Szenarien dann auch unterstützen kann. Und der findet am Mittwoch, den 7. Juni um 10 Uhr statt. Ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, Sie konnten einiges mitnehmen. Fragen gibt es natürlich immer und wir beantworten sie Ihnen gerne. Für Angebote und sonstige Fragen gerne an lisa@schlothauer.de und für technisch-fachliche Fragen wenden Sie sich bitte gerne an service@schlothauer.de. Vielen Dank und Ihnen weiterhin einen schönen Tag.